Thema Wiegen. Soll man es machen oder soll man es lieber sein lassen? Fakt ist, wenn man eine genaue Gewichtsangabe vom Wels geben will, muss man diesen Vorgang wirklich praktizieren. Leider machen das manche auf sehr schädliche Art und Weise für den Fisch. Das heißt, sie haben unsachgemäße Behältnisse, Leichensäcke oder irgendwelche Blaren und beim Anheben wird der Wels zum Teil zerknickt und eventuell schwer verletzt. Wir von Unicat haben uns deshalb Gedanken gemacht und jetzt eine sehr schonende Wiegeschlinge für den Wels herausgebracht. Hier ist sie drin, so einem Köcher, also schön platzsparend zu transportieren. Und wie das Teil aussieht, zeige ich euch jetzt. Hier haben wir die Wiegeschlinge, sie ist 2,30 Meter lang, also selbst kapitale Wälse passen da in der Regel problemlos hinein. Insgesamt gibt es 4 stabile Trageschlaufen, sie gewährleisten, dass man den Wels schön in der Waage anheben kann und der Wiegevorgang problemlos abläuft. Klappen wir das Teil mal auf. Mit den Maßen 2,30 Meter auf 1,60 Meter kann man die Schlinge im aufgeklappten Zustand auch wunderbar als Abhackmatte und zum Fotografieren benutzen. Insgesamt gibt es 10 Löcher. Das überschüssige Wasser kann somit problemlos ablaufen und beeinträchtigt den Wiegevorgang nicht. An den Seiten befindet sich jeweils ein Reißverschluss. Der ist einfach dafür da, dass der Wels nicht nebenher runterrutscht. Machen wir mal kurz zu. Zack. Ich sag immer Safety first. Damit die beiden Querstreben aus Alu auch ordentlich zusammenhalten, sind Klettverschlüsse eingearbeitet, insgesamt 4 Stück an der Anzahl. Und in der Mitte gibt es auch noch so eine kleine Schlaufe. Diese sichert den Zusammenhalt endgültig. Damit man einen gefangenen Wels auch mal kurz über Land irgendwo hin transportieren kann, zum Beispiel zwecks guten Fotoaufnahmen, gibt es solche 2 Tragegriffe. Wenn man dann zu zweit ist, kann man den Wels wirklich optimal anheben. Soll man einen Waller wiegen, soll man keinen Waller wiegen? Wir haben bisher bei unserer Tour den Wiegevorgang weggelassen, ganz einfach darum, weil wir nur zu zweit sind und einen schweren Fisch, zum Beispiel unseren 2,41 Meter, zu zweit nur schwer anheben können. Hat man jetzt zum Beispiel ein stabiles Dreibein, wo man ihn dranhängen kann, dann ist es ideal und dann leistet solch eine gute Wiegeschlinge wirklich saubere Dienste. Oftmals in vielen Camps sieht man es, dass ein Waller so in die Plane irgendwo eingeknüllt wird und dann angehoben wird. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, ist das wirklich sehr schädlich für den Fisch. Also wenn man einen Wiegevorgang macht, dann nur wenn man entweder zu dritt ist, den Wels ordentlich anheben kann oder auch ein ordentliches Gestell hat. Und dann sollte man wirklich nur solch eine Wiegeschlinge verwenden und keine Plane oder sonst was. Das ist mein Statement zum Thema Wiegen. Wir lassen es sein, weil wir nur zu zweit sind. Und ich persönlich würde auch nur einen Fisch wiegen, wenn ich wirklich sicher bin, dass er über 90 Kilo hat und vielleicht sogar an die 100 Kilogramm ankratzt. Ansonsten kann ich aber sagen, jemand, der vielleicht keine so großen Fische fängt, der sich mal über 1,80 Meter freut, dann ist das auch kein Problem. 1,80 Meter hat in der Regel 40 Kilo und solche Fische kann man wunderbar entweder in unserer Wiegeschlinge wiegen oder auch in unseren normalen Abhackmatten. Das funktioniert noch alles tadellos. Also ich bin keiner, der sagt, nur riesige Gigantenfische wiegen. Ich persönlich mache es so, aber jemand, der kleinere Fische fängt, nicht immer die Giganten über 2 Meter, der freut sich auch mal über ein Gewicht von 1,80 Meter, 1,90 Meter. Und dafür ist diese Wiegeschlinge auch ideal. Zu zweit kann man solche Fische nämlich auch noch wunderbar anheben. Dreimal dürft ihr raten, was die Nacht gegeben hat. Nochmal eine Nullnummer. Was heißt drum? So ist Welsfischen halt, besonders das Fischen im Winter. Der Stoffwechsel der Fische ist unten im Keller und da legen sie halt auch mal größere Fresspausen ein. Was soll's, die nächsten 2 Tage werden wir noch alles geben, dass wir noch einen schönen Winterbullen fangen. Und jetzt gibt es zuerst mal nochmal ein schönes Produkt. Der Rigpulli ist im Prinzip ganz einfach erklärt eine Vorfachspule, allerdings in einem schönen Behältnis. Regendicht das Ganze und viele kennen solche Dinge ja vom Hecht- oder Karpfenangeln.
Das ist sehr schön, wenn man seine Vorfächer aufrollen kann. Man kann sie sehr platzsparend sortieren und vor allen Dingen werden sie nicht geknickt. Und das war meine Intention. Sowas muss es auch zum Welsangeln geben. Und hier ist das Teil. Machen wir es mal auf. Na, das sind nicht schon mal eine Spule. Man sieht's, die Vorfächer sind aufgewickelt. Eine Leiste mit Pins gibt's, da kann man die Schlaufen schön befestigen und das Ganze aufrollen. Und selbst die Mono-Vorfächer werden nicht geknickt. Ist wirklich sehr schön zu handeln. Da macht's fast schon Spaß, die Vorfächer wieder zu verstauen. Die hat Drillinge, Einzelhaken, die halten alle sehr schön in dem Foam hier. Und selbst U-Posen bis 120 Gramm passen drauf. Oben gibt es weiterhin so ein Sonderfach. Das ist von der Größe genauso gewählt worden, dass ideal unsere Vorfachspulen reinpassen. Alles in allem wirklich ein sehr schönes Teil. Und ich denke mal, ist was für jeden Welsangler. Kommen wir nun zum nächsten interessanten Produkt. Das ist wieder mal eine Tasche, diesmal eine etwas größere. Noch hat sie ihre Regenjacke an, dadurch zeige ich natürlich auch, wie sie ohne Hülle aussieht. Der Wind hat ganz schön aufgefrischt und ich habe mich jetzt einfach mal neben das Zelt verzogen. Hier ist so eine kleine windstillere Ecke. Ich denke, da funktioniert die Produktvorstellung besser. Ja, ich habe euch ja versprochen, dass ich der Tasche die Regenjacke ausziehe und das machen wir jetzt einfach mal. Zack, da ist sie. Und wie heißt das gute Teil? Jumbo Bag. Und ich finde, den Namen trägt sie wirklich zurecht. Ich fange jetzt einfach mal an, euch das Raumwunder zu erklären und wir fangen ganz oben beim Deckel an. Ja, natürlich gibt es hier Reißverschlüsse, denn unter diesen Reißverschlüssen verbirgt sich ein ganz schönes Rig Wallet. In derselben Größe wie unser Rig Wallet und Rig Wallet 2. Da kann man wunderschön auf diesem Schaumstoffbrett die Montagen aufwickeln und da kriegt man wirklich, wie man sieht, einiges unter. Das ist der Deckel. Natürlich auch mit leichtgängigen Unikit-Reißverschlüssen versehen. Und unter diesen Deckel kommt dann der normale Reißverschluss zum voluminösen Hauptfach. Zack. Gibt es auch Klettunterteilungen. Man hat insgesamt 4 Stück. In jedem ist auch wieder so ein Netzfach, dass Zucht und Ordnung herrscht. Aber natürlich kann man auch die ganzen Klettteile rausschmeißen. Jeder, wie er es gerne haben möchte. Kann man wunderbar Klamotten oder irgendwelche Spulen oder auch Kleinteile, einfach alles Mögliche unterbringen. Ja, vorne befinden sich ebenfalls 2 Taschen und jeder, der unser Rig Wallet 2 kennt und mag, der wird auch diese Taschen lieben, denn sie sind ähnlich aufgebaut. Hier bekommt man zum Beispiel wunderbar ein Tackle Chest Large hinein. Ins Tackle Chest kann man wirklich schön alle Kleinteile unterbringen. Man hat es ja schon gesehen, ich mache das auch sehr gerne. Haken, Wirbel und so weiter.
Und nebendran gibt es eine etwas größere Tasche, die auch sehr schöne Klarsichtunterteilungen aufweist. Da hat man also auch wirklich schöne Ordnung für sämtliche Kleinteile. Tja, an den Seiten, da haben wir natürlich auch nicht an Taschen gespart, gibt es wiederum zwei Täschchen, wo man auch noch so einiges unterbringen kann. Auf der Seite natürlich auch, genau dasselbe Spiel. Und ganz hinten, jetzt kommen wir in das Zauberfach, da ist nämlich unser Regenschutz eingearbeitet. Denn uns natürlich völlig bewusst, so eine Tasche nimmt sehr viel Platz in Anspruch. Und wenn man ein Zelt dabei hat, da sieht es natürlich blöd aus, wenn man diese Tasche wirklich darin verstauen muss. Das nimmt so viel Platz weg. Darum haben wir uns gedacht, einfach hier so eine Regenjacke bzw. einen Regenschutz machen wir da dran. Und da kann man sie wunderbar außerhalb des Zeltes lagern. Und beim Moven ist das auch ganz schön. Da wird sie auch nicht allzu nass. Und wenn wir wirklich unsere Klamotten drin transportieren, können wir alles wirklich sehr schonend da drin lagern. Natürlich wird es jetzt der ein oder andere sagen, hey, so eine riesen Tasche, die kann man doch kaum anheben. Wir haben unseren Schultergurt, aber es stimmt, wenn sie voll ist, kann man die Tasche kaum noch mit dem Schultergurt anheben. Und darum gibt es links und rechts auch noch zwei Griffe. Da kann man sie wunderbar so anheben oder zur Not, wenn man sehr viel drin transportiert, kann man die Tasche dann den Jumbo Bag mit zwei Mann tragen. Es ist eine super durchdachte Komplettlösung. Ich glaube, wenn man diese Tasche hat, braucht man keine anderen Taschen mehr. Und manche, die hassen das ja wirklich, allzu viele Täschchen darum zu tragen, das Täschchen fürs Täschchen und so weiter. Und hier hat man wirklich eine Komplettlösung, in die man sämtliches Tackle unterbekommt. Der Purpose Bag, zu dem muss ich gar nicht allzu viel sagen. Ist eine relativ kleine Tasche, die aber schön aufgeteilt ist mit Fronttasche, Hintertasche und einem schönen Hauptfach. Und der Clou am Hauptfach ist, dass, wenn man den Reißverschluss aufzieht, öffnet es sich auf wundersame Art und Weise. Also es ist wirklich ein ganz lustiger Mechanismus und es macht regelrecht schon Spaß, die Tasche auf und zuzumachen. Also jeder, der ein paar Kleinteile verstauen muss oder auch Boxen unterbringen muss, dem kann ich diese schöne Tasche absolut empfehlen. Unser Unikit-Sortiment hat in den letzten Jahren, was die Routen anbelangt, ordentlich Zuwachs erhalten. Die komplette New Age-Serie, Warlock, Dreamfish 2, dann die Spinnrouten, spezielle Bootsrouten, Pelletrouten, Bojenrouten, da ist wirklich alles drin zu finden, was das Anglerherz begehrt. Da wir sehr innovativ sind und immer auf die Bedürfnisse der Waller-Angler achten, haben wir aber auch in diesem Jahr wieder eine neue Route rausgebracht, nämlich die New Age Vertical, eine Route speziell zum Vertikalangeln. Die Route ist 1,70 Meter lang und einteilig. Der Blank besteht zu 20% aus Glasfaser und zu 80% aus Kohlefaser. Darüber hinaus ist er sehr dickbandig. Schauen wir uns noch einmal den Aufbau der Route genauer an. Sie hat einen Moosgummigriff, der ist sehr ergonomisch geformt. Besonders das Vorderteil ist ideal dazu, um es länger in der Hand zu halten. Ein Rollenhalter, an dem selbst größere Rollen Platz finden. Ideale Größe liegt aber zwischen 5000 und 6000. Das reicht zum Vertikalangeln. Sie hat 6 Ringe, diese geben die Kraft optimal an den Blank weiter und wie die Aktion dieser leichten Rute aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Weiter, ab. Also gesehen, die Route hat anfänglich eine leicht semi-parabolische Aktion und da kommt sie voll mit dem Rückgrat im Parabolischen. Ist also wirklich ideal, um selbst große Fische zu ermüden, trotz dass sie so leicht daherkommt.